Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Seniorenpflegeheim feiert 25-Jähriges und Rauchen ausdrücklich erwünscht, Aficionados del Tabaco. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es ist Dienstag, Zeit für eine neue Ausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Einen guten Abend. Lange ein selbstbestimmtes Leben führen, das wünscht sich wohl jeder von uns. Wenn man selbst oder die Angehörigen dann doch die Entscheidung treffen, dass es an der Zeit ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, gibt es die Option, den Lebensabend in einem Seniorenpflegeheim zu verbringen. Eine solche Einrichtung in unserem Sendegebiet hat am letzten Freitag ein kleines Jubiläum gefeiert, nämlich 25-jähriges Bestehen. Für die Feierlichkeit hatte man einen Ort gewählt, der uns bisher nur von Konzerten bekannt war. Die Kirche St. Barbara in Lichtentanne. Bereits bei unserem Eintreffen war zu merken, dass hier alles mit ganz viel Herzblut vorbereitet worden war. Natürlich wurde auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet. Gefolgt waren der Einladung Mitarbeiter und Weggefährten. Für beste Unterhaltung sorgte am Freitagabend neben einer Stimmungskanone Entertainer Nils Weigel. Das ist übrigens Ihr Emotional Musiker. Was? Ja, Emotional. Das ist ein Romantikmusiker. Also den haben wir quasi aus der Serie Der kleine Nils. Inzwischen ist er groß. Ich muss sagen, es ist gut entwickelt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der früher auf der Wildgänse saß, da hat er den auch mal was ins Ohr gesäuselt und dann kam der überall hin, wo er hin wollte. Heute ist er in der Kirche. Prima. Kriegt mal einen Applaus für euren Lieblingsmusiker. So, die Gesellschaft dürfen bleiben. Es gestaltete sich dann nicht ganz einfach, die Chefin der Einrichtung vor unsere Kamera zu bekommen, da Ines Landgraf pausenlos damit beschäftigt war, Hände zu schütteln und Glückwünsche entgegenzunehmen. Und 25 Jahre ist ja, muss ich sagen, schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Und für diese 25 Jahre, wie eigentlich jedes Jahr, aber heute im Besonderen, möchte ich mich bedanken bei den Mitarbeitern und bei all denen, die als Firmen treue Kollegen und alles drum und dran waren und einfach sagen, okay, schön, dass ihr dabei wart. Seniorenpflegeheime haben ja gerade in der letzten Zeit auch große Herausforderungen bewältigen müssen. Ich rede von Corona, wir alle verdrängen das ja mittlerweile, aber es war bestimmt auch für Sie so. Ja, außerordentlich schlimme Zeiten, die schlimmsten, die wir in 25 Jahren erleben mussten. Und die Herausforderung war einfach, ja, das durchzustehen. Und ein gutes Team, muss ich sagen, ist die Grundvoraussetzung. Leute, die sich engagieren, die wirklich diesen Pflegeberuf lieben, ansonsten würde es nicht gegangen sein. Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt? Wir haben in der Pflege ungefähr 40 und die ganzen Dienstleistungsbereiche rundherum sind Minimum 25. Das Heim selber hat 67 Heimbewohner, sodass man eigentlich fast sagen kann, eine 1:1 Relation der Betreuung. Und, ja. Natürlich interessierte uns, wie man dazu kommt, ein Seniorenpflegeheim zu leiten. Also damals war es so, dass man den Grundberuf schon hatte. Ich war damals Medizinpädagoge, habe das auch mit Freude gemacht. Dann kam die Wende und mit der Wende die neue Zeit, auch hier in der ehemaligen DDR oder danach dann eben etwas zu tun. Und dann war die Idee, was macht man, und die Selbstständigkeit sollte es sein. Und dann ist irgendwann mal eine Idee geboren und das war vor 30 Jahren und aus der Idee stehen wir heute hier. So einen Beruf kann man, glaube ich, nur dann ausüben, wenn man Menschen liebt, wenn man empathisch ist. Ist das richtig? Das ist richtig. Mehr als richtig. Und Ihre Mitarbeiter tragen das mit? Ja, die sind's. Die sind's. Und wir feiern das heute und wir sehen es schon, alle warten schon gespannt auf das Bühnenprogramm. Und es ist natürlich auch ein schöner Ort, den Sie hier gewählt haben. Ja, schon das zweite Mal, vor 5 Jahren zum 20-Jährigen auch schon hier. Und ich muss sagen, ich denke, dass das Ambiente, auch die Würdigkeit dessen, was an Leistungen erbracht wurde, einfach würdigen soll. Also ein schönes Umfeld und das hat sich jeder Einzelne von Herzen verdient. Es war ja die Frage, kann man es überhaupt machen? Wird die Möglichkeit durch Corona sein? Und ich bin sehr dankbar, dass wir das heute hier machen dürfen mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Aber es muss einfach
einfach auch wieder möglich sein, Leuten, die die ganze Zeit schwer arbeiten, die Gelegenheit zu geben, auch mal ein paar Stunden davon wegzukommen. Wir reden in allen Bereichen über Fachkräftemangel. Wie sieht es in der Pflege aus? Haben wir sicherlich auch. Sicherlich aber unserer Kleinheit geschuldet oder unserer Mittelständigkeit geschuldet und den vielen, die heute auch geehrt werden, die schon sehr, sehr viele Jahre dem Unternehmen die Treue halten und wir viele Schüler auch ausgebildet haben über die Jahre und auch weiter ausbilden, hoffen wir, dass wir das über die Ecke tragen. Aber es geht uns nicht anders wie allen anderen auch. Und natürlich wünschen wir uns gute Leute, die das als Berufung sehen und uns unterstützen. Genauso emotional, wie uns die Chefin der Einrichtung im Interview geantwortet hatte, waren dann ihre Worte an die Mitarbeiter und Weggefährten. Es ist wieder einmal ein besonderes Ereignis, was es wert ist, mit besonderen Menschen in einer besonderen Umgebung besonders begangen zu werden. Auf ganz besondere Weise verbindet mich mit jedem von Ihnen ein Stück Lebensweg und bis zu diesem heutigen Tag. Lassen Sie mich also diesen Abend ein besonders herzliches Dankeschön, mit diesem Abend ein besonders herzliches Dankeschön ausdrücken von mir für Sie. Immer sind es die Menschen, die etwas zu einem guten Gelingen führen. Und mit vielen von Ihnen verbinden mich auch viele Jahre der gemeinsamen Arbeit und einen gemeinsamen Weg über Jahrzehnte oder zumindest über viele Jahre gehen zu dürfen, mit fachkompetenten, vertrauensvollen Mitarbeitern und Geschäftspartnern, das ist gerade in der heutigen Zeit nichts Selbstverständliches. 25 Jahre Seniorenpflegeheim Schönfels, 25 Jahre Mila Service Gesellschaft MBH und 30 Jahre seit einer abenteuerlichen Idee. Um den Gästen des Abends dann einmal die langjährigen Mitarbeiter zu zeigen und diese gleichzeitig für ihre Arbeit zu würdigen, wurden die dann auf die Bühne gebeten. Hat mal jemand ein Taschentuch? Ein Badetuch geht auch. Wegen einer Verletzung konnte Christina Goller nicht mit auf die Bühne. Kurzerhand sind wir zu ihr an den Tisch gegangen. 25 Jahre sind Sie schon dabei. Sie wurden heute geehrt. Sie konnten heute leider, weil Sie ein bisschen krank sind, nicht mit auf die Bühne. Erzählen Sie mal, wie sind Sie dazugekommen und was finden Sie so toll an dieser Arbeit? Ich habe erst, bevor ich in Schönfels angefangen habe, in einem anderen Pflegeheim gearbeitet. Dann gehört, dass hier ein Heim gebaut wurde und habe versucht, dass ich dort, ich bin auch gleich genommen worden. Ich habe im Prinzip, ich bin Küchenleiter gewesen die ganzen Jahre, ich habe im Prinzip die Küche vom kleinen Löffel bis zum großen Topf alles bestellt, denn so waren Landgrafs noch nicht in den Ablauf eines Pflegeheims. Die waren ja irgendwie doch neu. Sie haben praktisch Ihre Erfahrungen eingebracht. Ich habe meine Erfahrung eingebracht, weil ich schon immer im Pflegeheim gearbeitet habe. Habe einen Monat eher begonnen, um Zuckermehl, Topf und Tiegel zu bestellen. Die Vertreter kamen zu mir in die Wohnung. Das war auch nicht schlecht. Ich habe immer einen Blumenstrauß gekriegt. Ja, und somit habe ich angefangen mit ein paar Mitarbeitern und vier Heimbewohnern, die am ersten Tag in das Heim kamen. Ich weiß noch genau, da gab es Kräutchen und Schokopudding. Und dann so hat sich das erweitert bis in das Haus. Das war ganz schnell belegt. Ich habe dort sehr, sehr, sehr gerne gearbeitet. Was war das Besondere? Was hat es ausgemacht, dass Sie sich dort so wohl gefühlt haben? Erstens war es die Chefin, die immer ein Ohr hatte, die sehr mit
ihren Mitarbeitern umgegangen ist, positiv umgegangen ist. Meine Kollegen, die mit mir gearbeitet haben, wir waren ein gutes Team. Eine Kollegin sitzt neben mir und also ich würde immer noch arbeiten, aber irgendwann ist es halt mal Schluss. Ne? Aber das sind schöne Dinge, wenn man sich so erinnern kann und sagt, ich habe ein tolles Leben gehabt, das war eine schöne Arbeit. Ja, das hatte ich. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und einen schönen Abend. Dankeschön. Gemäß dem Motto, wer arbeitet, der soll auch essen, wurde dann das Buffet freigegeben. Für Mitarbeiter und Gäste war der letzte Freitag ganz sicher nicht die letzte Veranstaltung dieser Art. Auch weiterhin werden sich viele Menschen im Seniorenpflegeheim zum Liebberg 8 in Lichtentanne wohlfühlen. Im Netz kann man solche Bewertungen wie ruhige Lage, kompetente Pflege oder hier sind Angehörige gut aufgehoben und betreut lesen. Ab dem morgigen Mittwoch findet immer wöchentlich mittwochs jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Rathaus Reichenbach ein mobiler Impftag statt. Der Zugang ist barrierefrei. Es werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Boosterimpfungen angeboten. Verimpft werden verschiedene Impfstoffe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geimpft werden können auch Kinder ab 12 Jahren. Zur Impfung mitzubringen sind der Impfausweis sowie die Aufklärungsunterlagen, Aufklärungsmerkblatt, Anamnese und Einwilligungserklärung. Silvester Lacher in Zwickaus Neuer Welt. Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause. Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden. Es gibt so lange auf die 12, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch einer Appelt-Show ersetzt mehrere Jahre Therapie. Und zwar für Männer sowie für Frauen. Denn Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest. Zur Not mit einem gezielten Tritt in den Arsch. Es kann ebenso einfach sein. Erleben Sie also elfenhafte Leichtigkeit und seien Sie dabei, wenn ein Comedy-Tsunami durch Zwickau rollt, bis keine Hose mehr trocken ist. Und seien Sie sicher, da kriegen Sie ordentlich den Arsch voll guter Laune. Am 31.12. ab 20 Uhr im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau zu Silvester. Karten gibt es ab sofort in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. Werbung. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Und? Entdecken Sie den neuen vollelektrischen Citroën EC4. Komfort und Technik auf höchstem Niveau. Auch erhältlich in klassischen Motorisierungen. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Come to me.
Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Sanitätshaus Treitschke. Seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten, Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Schaut man sich Filme an, die schon etwas älter sind, dann gibt es da Szenen, in denen ganz selbstverständlich am Schreibtisch oder im Restaurant geraucht wird. Heute nicht mehr vorstellbar. Aber es gibt sie noch, Räume, in denen man dem Genuss, Tabak zu konsumieren, frönen kann. Es war kalt und dunkel, als wir am Freitagabend letzter Woche Halt gemacht haben vor der alten Posthalterei in Zwickaus Katharinenstraße. Ja, wir sind heute hier in Zwickaus Innenstadt einfach mal in die alte Posthalterei reingeschneit. Wir haben es von draußen schon gerochen. Es ist ein angenehmer Geruch nach Zigarre. Man darf doch eigentlich in Räumlichkeiten gar nicht rauchen. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Ja, das stimmt. Man darf natürlich in den normalen gastronomischen Einrichtungen nicht mehr rauchen seit dem Rauchverbot. Aber ihr seid hier heute zu Gast beim ersten Zwickauer Zigarrenclub, die Aficionados del Tabaco Zwickau e.V. Wir sind seit 25 Jahren in Zwickau zu Hause, sind ein Verein von 25 Herren, die sich hier regelmäßig treffen und die dem Genuss von Zigarren und Tabak frönen, also nicht das schnöde Zigarettenrauchen, damit haben wir nichts zu tun, sondern gemäß unserem Clubmotto Genuss verbindet, frönen wir dem Genuss von hochwertigen Zigarren, hochwertigen Spirituosen. Und wir haben entsprechend immer wieder mal Gäste im Verein. Heute haben wir die Firma Kleinlage zu Gast, die Firma Mete zu Gast, die ihre Produkte hier vorstellen und die gemeinsam mit den Clubmitgliedern verkostet werden. Das ist schön, aber das andere ist ja, wenn man so mit einer Zigarre zusammensitzt, könnte ich mir vorstellen, da kommen auch schöne Gespräche und wie sagt man, man Netzwerk ja heute, ist das richtig? Genau, das ist genau der Zweck und Sinn dieses Vereins, dass man sich gemeinsam trifft, man unterhält sich, man frönt dem Genuss, aber natürlich all die Dinge, die das Leben gemeinsam schön machen, das Vernetzen, es sind viele Leute, die hier in Zwickau aktiv sind, also es ist natürlich auch ein Netzwerk entstanden dadurch, genau. Also es ist so eine Art Sondergenehmigung, die ihr hier habt, wenn ihr eure Zigarren raucht? Ne, das sind unsere. Wir sind hier in der Posthalterei, das sind Räume, die wir angemietet haben. Das heißt, das sind komplett eigene Clubräume. Das heißt, die Regularien, die sonst fürs Rauchverbot gelten, gelten hier nicht. Sondern wir sind quasi ein Verein, wir dürfen uns hier treffen und wir dürfen dem Genuss frönen. Wer sich jetzt auf unseren Beitrag hin dafür interessiert, kann er sich bei euch noch anmelden? Kann man Mitglied werden? Ja, man kann bei uns Mitglied werden. Wir haben eine Webseite, wir sind hier in der Posthalterei, immer dienstags und freitags sind die Clubabende. Jeder, der interessiert ist, der sich für Zigarre interessiert, für Genuss interessiert, für nette Menschen interessiert und nette Gespräche, ist willkommen, hier auch mal Gast zu sein, sich das anzuschauen, einfach mal zu probieren. Und wer da Mitglied werden möchte, kann einen Aufnahmeantrag stellen. Wir nehmen gerne noch Mitglieder auf. Dann haben wir noch einen alten Bekannten getroffen. Freut mich, dass wir uns hier wieder treffen. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir rauchen heute ein bisschen was miteinander. Dank der Firma Kleinlage, die zu Besuch sind und dank dem Aficionados, die uns eingeladen haben. Und ja, ich bin heute eigentlich nur für die Getränke zuständig, also für Whisky- und Rumbekleidung zur Zigarre. Und die Riege ist die
Vertreterin der Firma Kleinlagel für die tollen Zigarren, die wir heute rauchen dürfen. Das ist schon ein ungewöhnliches Bild, eine Frau mit einer Zigarre in der Hand. Schmeckt Ihnen das wirklich? Nein, überhaupt nicht. Ich muss das. Nein, das ist ein Scherz. Natürlich schmeckt mir das, aber das ist immer meine Lieblingsfrage. Schmeckt Ihnen das? Ja, es gibt in der Tat inzwischen auch eine ganze Menge Frauen, die Zigarre rauchen. Warum auch nicht? Ich bin seit 20 Jahren im Zigarrenbereich unterwegs, bin im Außendienst für die Firma Kleinlagel und wir machen sehr viele Tasting-Veranstaltungen, wo auch ein bisschen Fachwissen vermittelt wird, wo der Genuss an den Mann und an die Frau gebracht wird. Immer wieder gerne mit der Firma Angel Share haben wir schon einige Sachen gemacht, hier Mete. Wir machen schöne Kombinationen, Pairings mit Whisky, mit Rum und es ist so, finde ich, das ist so ein Inselchen, ja, also der Genuss einer Zigarre. Ich sage immer ganz provokant, Zigarre rauchen ist gesund, weil das nichts zu tun hat mit dem schnöden Suchtrauchen, sondern es geht darum, das zu zelebrieren und das wird seit vielen hundert Jahren gemacht. Tabak war mal ein Heilmittel und es hat nichts mit Sucht zu tun, wie viele denken, sondern es hat was damit zu tun, auch zusammenzusitzen, sich auszutauschen über den Anbau, über den Genuss, auch in Kombination mit Whisky, mit Rum und schöne Gesellschaft zu haben. Was macht eine richtig gute Zigarre aus? Eine richtig gute Zigarre macht aus, dass es, ja, das hat was mit Anbau zu tun. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Wein. Also es gibt unterschiedliche Anbaugebiete, es gibt unterschiedliche Produktionsmethoden, die Fermentation vom Tabak bis hin zum Blend einer Zigarre. Das heißt, der Blend ist im Grunde genommen, dass der Blender entscheidet, welche Tabake werden zusammen komponiert, sage ich mal, um eine gute Zigarre zu machen. Und das ist letztendlich der entscheidende Punkt. Und es ist im Grunde genommen kann man das, also ich vergleiche das wirklich sehr gerne mit dem Wein. Also es gibt unterschiedliche Anbaugebiete, es gibt verschiedene Produktionsformen. Und eine gute Zigarre macht aus, dass sie jemandem schmeckt und dass man einen schönen Tag hat, einen schönen Abend hat und eine gute Gesellschaft hat. Und letztendlich ist es dann immer ein individueller Geschmack. Wir haben es bei dir gesehen, die Zigarren liegen ja einzeln. Also es ist nicht so, dass man jetzt wie eine Zigarettenpackung mit 20 Stück kauft, sondern man kauft das wirklich einzeln und sagt, ich probiere das mal aus. Ja, also das ist auch das Schöne an der Zigarre, dass man probieren kann. Das ist für uns auch immer so, ich rauche heute zum Beispiel auch für mich wieder was Neues, was wir jetzt auch demnächst wieder im Geschäft haben werden. Da freue ich mich sehr drüber. Also es ist immer wieder ein Genusserlebnis. Es ist eine neue Reise. Jedes Drittel einer Zigarre hat andere Geheimnisse. Es kommt dazu, was hat man vorher geraucht? Was trinkt man dazu? Was isst man dazu? Wie ist man an dem Tag drauf? Schmeckt einem das? Und es gibt tatsächlich wirklich Zigarren für jede Gelegenheit, für jeden Geldbeutel auch. Und das Tolle an der Zigarre ist, man muss sich Zeit nehmen. Ja. Es ist halt anders als die Zigarette, die ich beschäftigen muss. Also ihr seht, wir haben jetzt gerade nicht gezogen, trotzdem geht die Zigarre noch und das ist halt auch das Tolle. Zeit. Man genau. Setzt sich hin, man trinkt was Gutes, man ist in toller Gesellschaft. Also wie heute hier in Zwickau, deshalb auch nochmal der Appell, die Aficionados nehmen noch Leute auf. Also ich würde als Zwickauer oder als einer, der aus der Umgebung kommt, auf alle Fälle das Angebot annehmen und sagen, Mensch, Zigarrenclub ist so eine Sache, die wirklich toll ist, weil man tauscht sich aus. Wir haben wahnsinnig interessante Menschen hier und das Schöne ist eben, dieser Einzelkauf der Zigarre ist immer was Besonderes. Man belohnt sich fürs Tagwerk, man belohnt sich für die Woche und es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einer Zigarette. Also da hat damit nichts in der Schiene zu tun. Also es ist wirklich, naja, geht es um den Genuss und nicht um Suchtbefriedigung, sondern es geht darum, dass man sich austauscht, dass man zusammensitzt, dass man die Zeit genießt und ich denke mal, die Zigarre hat eine Kultur. Ja? Es ist im Grunde genommen ein Kulturgut, was es seit Hunderten von Jahren gibt und wo man die Zeit nutzt, zusammen zu genießen und dann Gespräche hat. Also ne, ob es um die korrespondierenden Getränke geht, ob es auch ganz einfach geht, darum geht, einen Alltag abzuschalten und sich gemeinsam mit einer schönen Sache zu beschäftigen. Während die Anwesenden bei einem guten Tropfen und einer Zigarre nett plauderten, haben wir uns in den liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten des Zigarrenclubs einmal umgeschaut. Da stach uns ein Bild ins Auge, welches uns an etwas erinnert hat.
Wenn ich mich recht erinnere, dann gibt es diesen Namen Wolf, der ja hier in Zwickau für Zigarren steht. Richtig, wir haben ja in Zwickau einmal sogar eine Zigarrenproduktion gehabt. Und zwar die Wolf-Zigarren. Ich denke, viele Zuschauer werden sich da vielleicht sogar noch erinnern können. In Zwickau-Planitz war die Zigarrenfabrik vom Gerhard Wolf. Und Gerhard Wolf war bis zu seinem Tod im Jahr 2013 auch unser Ehrenpräsident, war immer regelmäßig sogar hier zu Gast. Der ist, das ist die Ironie der Sache, mit Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie ist er dann leider verstorben. Aber er hat bis ins hohe Alter jeden Tag Zigarren geraucht und das war auch für uns eine Herzensangelegenheit, ihn als Ehrenpräsident hier immer wieder. Hat uns über viele Jahre im Clubleben begleitet und begleitet uns auch heute. Sein Bild hängt hier im Club auf. Wir haben einige seiner Produkte hier. Es ist also wirklich eine Tradition, die in Zwickau hier im Club und im Verein weiterlebt. Zugegeben, man muss Zigarren mögen, aber die Männerrunde Plus hatte was. Comedia Konzept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Die Eispiraten Grimmitschau haben ihr Heimspiel am vergangenen Freitag erstmals in dieser Saison verloren. Die Westsachsen unterlagen dem EC Bad Nauheim in einem Spitzenspiel vor 1927 Besuchern knapp mit 3:4. Die Tore erzielten Scott Feser, Willi Rudert und Dominik Worsch. Keine Wende dann auch am Sonntag. Auch ihr zweites Spiel am vergangenen Wochenende konnten die Eispiraten nicht gewinnen. Die Westsachsen unterlagen in ihrem Auswärtsderby den Selber Wölfen mit 2:3. Beide Eispiratentreffer erzielte Vincent Schlenker. Die Schönheider Wölfe gewannen am vergangenen Samstagabend vor 170 Zuschauern im Erika-Hess-Eisstadion im Berliner Stadtteil Wedding ein turbulentes Spitzenspiel bei den Akademikern vom FAS Berlin mit 6:5 nach Verlängerung und bleiben somit auch nach dem vierten Meisterschaftsspiel als einziges Team in der Regionalliga Ost weiter ungeschlagen. Auch am darauffolgenden Sonntag ein ähnliches Bild. Nach dem Sieg gegen FAS Berlin standen die Schönheider Wölfe nur 21 Stunden später erneut in der Hauptstadt auf dem Eis. War es am Vorabend im Wedding noch eine enge Begegnung, spielte das Team von Coach Sven Schröder am Sonntagnachmittag im Wellblechpalast gegen die Regionalliga Eisbären Juniors Berlin seine Favoritenrolle um einiges deutlicher aus und gewannen am Ende mit 8:1. Kommenden Samstag müssen die Wölfe dann zu den Dresdner Eislöwen Juniors. Erstmals gab es in der Futsal-Bundesliga ein zweistelliges Ergebnis. 285 Besucher sahen am vergangenen Samstag einen 11:1 Kantersieg der Hohensteiner gegen die Wacker Eagles. Die Zuschauer waren regelrecht begeistert von fantastischen Spielzügen und Toren. Das nächste Spiel der Hotkicker ist nächste Woche Samstag, da dann auswärts gegen Penzberg. Werbung. Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Ich bin der Christian und ich finde das Hammer Gym einfach auch Hammer. Und hier kann man mega viel trainieren und einfach auch geil hier. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Mittwoch kommt komplett trübe und zugezogen daher. Bei Tageshöchstwerten um die 14 Grad bekommen wir die Sonne eher nicht zu Gesicht. Am Donnerstag dürfen wir uns auf 9 Sonnenstunden freuen. Das Quecksilber klettert dann bis auf 17 Grad. Am Freitag wird es ähnlich schön. Den ganzen Tag über dominiert Sonnenschein den Westsachsenhimmel. Die Temperaturen bewegen sich um die 16 Grad. Bei ähnlichen Werten gibt es am Samstag einen Sonne-Wolken-Mix. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. So schnell ist die Sendung auch schon wieder vorüber. Wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Einschalten.
wünsche Ihnen einen schönen Abend und schalten Sie auch morgen am Mittwoch wieder um 19 Uhr zu Tag aktuell ein. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen.